Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen weiteren Runde von Pizza Connection 3. Ja, wir sind hier wieder in unserem wunderbaren War. Letzte Pizza Scheiße, La Colosella. Wie findet sie mein Unternehmen? Scheiße. Obwohl sie mich besucht hat, das finde ich asozial. Bonze. Für die bräuchte ich eigentlich auch noch eine Pizza. Mal gucken. Ja, ich hatte Lust, noch ein Uncut-Video zu machen von Pizza Connection, weil mir das letzte Mal echt viel Spaß gemacht hat. Hier laufen auch ein paar Bonzen rum, die können wir auch irgendwann mal abfangen. Ja, im Moment bin ich doch recht zufrieden. Nach den Finanzkrisen, die wir so hatten. Und das läuft hier doch recht gut. Ich habe Thunfisch für Arbeiter entdeckt. Das ist nicht schlecht. Ich kann ja mal demnächst forschen, weil man kann hier bei Marktforschung sieht man, glaube ich, genauer, was die Leute so mögen. Also man weiß ja, was für Zutaten die an sich mögen. Und durch diese Marktforschung weiß man, ob wer diese Pizza, die zusammengestellte Pizza wirklich mag. Und ich glaube, dann brauchen wir auch nicht mal diesen blöden Profikoch, weil das finde ich persönlich ziemlich langweilig. Weil ich gerne eigene Pizzen machen möchte. Falls ich irgendwie leiser oder komisch rede oder sowas anders klinge, dann kann es daran liegen, weil ich zurzeit etwas krank bin. Ich würde hier mal diesen Truck hinsetzen, weil ich sehe gerade, hier sind so viele Leute. Muss ich mal kurz gucken, wo ist denn hier mein. Ah, ich habe gar keinen Truck, ne? Stimmt, das war ein anderer Spielstand, weil man kann hier so einen Food Truck haben. Oder doch, ich hatte doch einen. Wo ist denn mein Food Truck? Den habe ich ja gar nicht gesehen. Bewegen. Der kommt jetzt hier hin. Position bestätigen. Zwischen 15, 18 Uhr. Machen wir mal so. Waren. Auffüllen. Menükarte. Scheiße. Ja, die Pizza ist immer nur geil. Warum hat der zu? Ich hab da bis 21 Uhr eingestellt. Können wir dann nochmal auffüllen. Zack. Damit der morgen schön voll ist. Dann kommt Lutani hat Schwierigkeiten. Okay. Einige Arbeiter sind unmotiviert. Ja gut, dann sind sie unmotiviert, ganz ehrlich. Das geht mir. Das ist etwas in dem Spiel, das mir ziemlich auf die Nerven geht. So. Wäre mit den Finanzen jetzt nicht mehr ganz so ein großes Problem. Laufen hier irgendwie Touristen oder Arbeiter vorbei? Hier laufen besonders viele Teenager. Da kommt Bultani. Arbeiter, hier laufen noch Arbeiter vorbei. Zack. Ich kann ja auch diese Werbeteile ausbauen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, was das genau bringt. Vor allem kostet das genauso viel, als wenn ich ein Restaurant ausbauen würde, was ich sehr interessant finde. Wie auch in der Folge schon gemerkt, geht mir dieses mit der Kathedrale daneben meinem Restaurant ziemlich auf die Nerven. So, da pachte ich jetzt, da fange ich die Teenager ab. Dann gehen die nämlich wieder zurück in die U-Bahn und fahren zu mir. Das ist geil. Okay, ich habe für die Gruft die Chili entdeckt. Lam Caputani, Last Go, Go Scoopy. Waren auffüllen. Okay. Zack. Waren auffüllen. Wir haben 14.000. Die fühlen sich im La Colosella nicht willkommen, die Touristen, okay.
Ja, ab 9 Uhr geht's schon los, ne? Nachts ist immer. Obwohl das noch recht voll aussieht. Ja, ich glaube, das liegt an den Wartezeiten. Das Problem ist, die Servicekräfte kommen halt nicht hinterher. Den gebe ich jetzt erstmal frei, der ist krank. Wo sind meine Servicekräfte? Ich habe 3 Verpflegung, dann mache ich jetzt hier 4 Fachbelegung durchgehend. So. Hey, was ist denn jetzt? Ah, jetzt habe ich Köche. Oh. Okay, die ist sehr schnell. Dann führen wir ihn hier und. Boah, die sind alle hier recht schnell. Okay, dann führen wir den hier noch. Was ich eigentlich machen wollte, ist das hier. Und den hier. Wir brauchen Schnelligkeit. Zack. Weil die kommen hier absolut nicht hinterher. Und zwar so gar nicht. Vielleicht sollten wir auch Personal fortbilden. Ich würde das erstmal mit den Servicekräften machen. Dann wird die Freundlichkeit ganz schön scheiße. Warum geht das jetzt bei denen zurück? Okay, die sind alle sehr schnell. Gut. An sich würde ich sagen, sieht es aber sehr gut aus. Okay, man muss es also wirklich lösen. Okay. Mit diesem Motivationsscheiß. Aber was bewegt ihr denn dazu, unmotiviert zu sein? Das habe ich leider noch nicht so verstanden. So. Der ist krank. Aber warum hat der nur, das ändert sich ja gar nicht, ne? Immer 51 nur. Na gut. Okay, jetzt wird es hier wieder voll. Alles klar. Dann würde ich als nächstes das Ding hier pachten. Jetzt sind die ganzen Mitarbeiter hier fertig. Damit der vielleicht nicht mehr ganz so überlastet ist, nehmen wir den hier einfach. Weil wir haben gerade Geld. Weil das direkt neben der U-Bahn ist, mache ich mal La Metrolina. Fortfahren. So. Architekt. Grundriss ändern. Okay, machen wir so. Küche, Lager. Den Architekten beauftragen. Touristen. Und dann
Ich bin mir nicht sicher, sollen wir für den noch ein Lager pachten? Ich glaube, hier ist eins, ne? Ja. Dann hat der ein eigenes. Na, Metrolina. Und hier ist aber wirklich sehr stoßzeitenmäßig nur hier was. Von 0 bis 9 Uhr. Aber dann machen wir halt auch nachts Profit. Dann. Boah, der ist gut. Ich stelle jetzt einfach mal sehr viele ein. Menükarte. Die bekommen nur Scheiße. Und ich glaube, ich habe auch noch Ofen hier, ne? So sehr eng jetzt hier alles gebaut. Und der ist auch jetzt erstmal noch nicht eröffnet. So. Hätten wir das. Ich mache erstmal das Lager. Lager verwalten. Auf 400. Dann Statistik. Bei Metrolina kritisch, ja, alles gut. Das habe ich ja frisch gebaut erst. Oh, wir sind wieder im Minus. Wir sind wieder im Minus, das kann ja nicht sein. So, ist es, also wie versprochen. Also. Übernimmt der das hier alles? Okay, der macht. Aha. Das ist eigentlich nicht so geil. Warum geht jetzt hier keiner rein? Hallo? Was soll der Mist? La Metrolina hat Schwierigkeiten. Er ist geschlossen. La Metrolina hat Quali. Ah ja, jetzt ist das Lager hier natürlich für den Arsch. Unbrauchbare Zutaten entfernen. Ja, das Problem ist, boah, eigentlich könnte ich das direkt schon wieder kündigen, kann ich, okay. Dann würde ich, glaube ich, eher das hier nehmen, wa? Oh Gott. Der umliegenden Gebäude. Ach, umliegenden Gebäude. Das Ding ist. Ich kann die eigentlich hier hinschicken. Ich könnte mal mehr Litfaßsäulen, glaube ich, pachten. Hier sind besonders viele Studenten. Hier sind aber angeblich zwei Litfaßsäulen. Ach, das ist auch noch eine. Ich glaube, ich muss mir echt mal so einen Ganoven holen. Hier sind Touristen. Ich habe echt heftig ausgebaut. Hier ist auch noch. Ja, die können wir auch eigentlich mal. Auch mal zu Metrolina einschicken. So.
mal die minimale erlaubte. Das ist mal 100. Und dann stellen wir hier auch nicht auf einen Müllhalter, sondern auf. Machen wir mal jetzt Großhandel. Machen wir jetzt mal überall. Warum hat der keine Zutaten? Ist das hierfür jetzt auch umgestellt oder was? Ja. Aber ich will trotzdem das Lager hier mal auf Großhandel umstellen. Dann verfaulen die Zutaten auch nicht so schnell. Sind schon wieder jetzt die. Junge, warum sind die so schnell unmotiviert? Was ist das denn für ein Kack? Was ist das denn für ein Scheiß-Game? So. Und jetzt hoffe ich, dass hier gleich Leute reinkommen. Ansonsten kündige ich das Teil direkt wieder. Ja, Metrolina ist irgendwie nicht so geil. Ich bin auch direkt wieder Minus. Scheiße. Nee, das kann ich vergessen. Alles klar. Angestellte kann ich die alle kündigen. Kann ich die Zuweisung... einfach. So. Das ist jetzt nicht mehr mein Restaurant. Dann, das Ding ist, hier ist echt nicht viel los. Hier sind hauptsächlich... Okay, hier sind echt viele Teenager. Ich pachte das Ding mal. Lazafero. Architekt. Innenarchitekten. Teenager. Okay. Hier ist ein Lagerhaus. Das pachten wir mal. Und versorgen damit Lazafero. Das holen wir aus dem Supermarkt. Die Teenager, die juckt das, glaube ich, noch nicht so krass. Kündigen. So. Aber man kann auch Lagerhäuser ausbauen. Okay, das ist cool. Weil hier ist noch Typ klein. Okay, erhöht sich die Kapazität, okay. Das ist geil. Hier ist Lazafero. Ich habe ja auch Litfass sollen, wo viele Teenager vorbeikommen, ne? Ja. Ich schalte das mal noch nicht um. Das bleibt jetzt erstmal noch so. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Da wird sich nichts dran ändern. Menükarte. Neue Pizza erstellen. Was mögen denn die Teenager? Fleisch. Wie können wir das denn mal nennen? Teenie
Tus. Hoho. Ich mag die Zutaten. Okay, ja. Ist klar. Also seht ihr, Kundenbewertung für dieses Pizzarezept inklusive Preis. So. Dann Architekt. Nein, 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 nein. Machen wir es mal so. Und Öfen. Was? Wie mögen es denn die Teenager? Modern. So. Und jetzt noch Angestellte von 6 bis 18 Uhr machen wir hier auf. Einmal Stopp hier. Nehmen wir noch ihn hier. Wie viele Öfen haben wir jetzt hier reingebaut? 3. Alles klar. So. Lass Gogolio hat Schwierigkeiten. La Computani, das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so. No, no. Dass man die vor allem mit Geld motivieren muss, das finde ich. Traurig. Finde ich sehr asozial sowas. Dass die unbedingt Geld in den Arsch haben müssen. Und dass man die alle einzeln motivieren muss, das ist noch viel nerviger irgendwie. So. Eine Litfaßsäule. Also langsam kommt die Konkurrenz auch näher, würde ich sagen. Aber der fängt auch genau meine Zielgruppe ab. So. Wann mache ich auf? Ab 6 Uhr. Alles klar. Was ist denn hier los? Die finden keinen Sitz. Okay, die finden. Oha, okay. Okay, also der hat ein Problem. Der ist definitiv zu klein. Alles klar. Also klar, Computani, bei Geld wird er auch ausgebaut. Habe ich verstanden. Jetzt habe ich aber auch einen Schuldenberg, ey. Das ist wirklich
heftig. Okay, gerade sind Leute dran vorbeigegangen, die Pizza haben wollten. Das wollen die jetzt nicht mehr, ja? Also. Die Stoßzeit war jetzt eine ganz andere Zeit. Warum lügt mich dieses Scheiß. Und warum ruckelt dieses Spiel immer? Und warum lügt mich dieser Hurensohn an? Ey. Wir haben 11 Uhr. Das sollte gerade auf dem Höhepunkt sein. Du willst mich verarschen, oder? Gut. Dann machen wir es jetzt so. Die Mitarbeiter werden wahrscheinlich richtig oft krank. Aber gut. ...24-7 geöffnet, sag ich so wie es ist. Ich verstehe nicht, warum diese neue Scheiße hier so beschissen läuft. Lager verwalten. Lassafero. So. Warum kommt hier denn niemand vorbei? Digga, das. Auf dem Diagramm sah das aber mal so ganz anders aus. Hier geht ja nicht mal jemand vorbei. Das ist wirklich richtige Scheiße. Warte, hier laufen. Das ist auf Fero. Von die kommen hier raus und sind schon rot. Okay, den mache ich fertig, den Wichser. Den mache ich so fertig. Irgendwo an einer U-Bahn-Haltestelle fängt der die alle ab. Alle. An irgendeiner U-Bahn-Haltestelle. Ist hier eine U-Bahn-Haltestelle? Nein. Der hat aber auch echt nicht. Hä? Der hat kaum Litfaßsäulen. Ah, irgendwo hier muss der die abfangen. Hier laufen richtig viele vorbei. Richtig viele. Und hier ist eine. Okay. Okay, hier fängt ja die alle ab. Ja, hier werden die alle rot. Ameisen für Teenager. Ja, geil, Alter. Seit wann essen Teenager Ameisen gerne, Junge? Ich glaube. Ah, das Maskottchen kostet so viel. Soll ich mir einen Ganoven holen? Machen wir mal. Auch wenn ich denn jetzt gleich richtig noch krasser Minus bin, aber. Ja, moin, Junge, das Affäre perfekt. Ja, wow, zwei Leute waren da. Alles klar. Perfekt. Also, der Laden, der brummt so gar nicht. Ja, die sind schon wieder unmotiviert. Was für dumme Spastis. Oh, 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 okay, 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 okay. Ich nehme alles zurück, das läuft doch ganz gut. Um 9 Uhr. Dann geht's. Um 9 Uhr geht's eigentlich runter. Und dann so ab 11, 12 Uhr geht's ab angeblich wieder. Das stimmt schon mal nicht. Okay, Forschung abgeschlossen. Ganoven! Okay. Wo kann ich einen Ganoven? Ah, hier. Der macht nicht ganz so viel Schaden. Der kostet aber auch nicht so viel. Dann würde ich hier. Ne? Ah, hier ist halt echt viel Police. Der spawnt an meinem. Dann müsste ich den erst hier hochladen schicken, dann das zerstören lassen und dann das. Oh, Junge, Junge, Junge. Ja, egal, ich habe eh gar kein Geld, von daher. Wir gucken mal, wie Lassafero abgeht. Deswegen sind halt auch richtig viele Menschen. Ah, ich hätte das pachten müssen. Scheiße. Pachte ich als nächstes.
Junge, das, aber das ist dann täglich, ne? Nicht einmalig, diese 600. Okay. Die Möbel in La Compultani sind in einem schlechten Zustand. Ey, das fehlt mir jetzt noch, Junge. Dieser Scheißladen. Hier sind die ganzen Leute unmotiviert. Die Möbel sind in einem Scheißzustand. Was ist denn das für ein Scheißdreck hier? Gut, dann wird der Laden jetzt ausgebaut, alle Möbel verkauft. Und dann haben die Leute da erstmal Pause. So, okay. Architekt. Restaurantstil modern einfach. Das ist ja richtig dumm. Ja. Ich muss mir erstmal Geld hier holen. Warte mal, alles verkaufen. So. Weil in einem Scheißzustand ist. So, dann. Wo kann ich mir nochmal Geld holen? Hier, ne? Ja. So. Architekt, ausbauen, ausbauen. So. Dann hole ich mir das Restaurant hier noch. Pachte das. Ja, das kann ich im Nachhinein ändern. Architekt. Bin mir nicht sicher, ob ich das direkt ausbauen soll. Okay, das hat eigentlich schon einen recht guten Grundriss. Speisesaal, Küche, Lager. Innenarchitekten beauftragen. Touristenmittel, bam. Hier stelle ich aber noch ein paar Stühle hin. Was hat er hier für eine Einrichtung genommen? Oder anders, was mögen die? Die Touristen mögen es modern. So. Ich hoffe, das reicht denen erstmal. Warum wackelt der? So. Lager. Nächster Punkt. Wo ist denn hier ein Lager? Hier wäre ein Lager gewesen, dann nehmen wir jetzt einfach das hier. Dann nehmen wir jetzt auch Großhandel. Nein. Dann nehmen wir noch einen Ofen. Modern soll er sein. Hä? So. Und Angestellte. Eigentlich ist ab 9 Uhr bis zum restlichen. Okay, hier ist ziemlich viel los. So. Ich weiß nicht, ob das Geld spart, wenn wir hier die so lange arbeiten lassen. Ich hoffe es.
Weil genau deswegen mache ich das ja. Ja, dann würde ich sagen. Warte, Bereich überprüfen. Bits nach Menükarte. Warte, welche Zielgruppe war hier nochmal? Touristen auf jeden Fall, ne? Touristen, Gruftis und Teenager. Also Tinnitus und Scheiße. So. Ich könnte mir übrigens auch vorstellen, wenn ich noch eine zweite Folge mache. Von Pizza Connection. Uncut, natürlich. Was geht jetzt hier ab? Einige Angestellte haben sich krank gemeldet. Da Kombutani ist so ein Rotzhaufen irgendwie. Erreicht eine Bevölkerungsgruppe besonders gut. Und wir sind minus 36k im Minus. Das ist gar nicht gut. Okay, der hat ein Sternchen. Wegen den Teenagern, okay. Ja, hier laufen Teenager. Stimmt, Touristen. Okay, die Musik. Teenager und Touristen haben ja irgendwie denselben Geschmack. Jetzt kann ich das hier nicht. Alter, das kann doch nicht sein. Ganz ehrlich, dann feuer ich jetzt die ganzen Angestellten. Weil da kann ich das auch. Zugewiesene. Kann ich nicht. Jetzt muss ich die alle einzeln anklicken. Ich feuer die jetzt einfach alle, weil die wirklich solche Spasten sind. Ich will die feuern! Ach so, ich war bei Arbeitssuchend. Lass mal gucken, mal. Okay, die können alle. Sind alle für den Arsch. Okay, die kann ich nicht fortbilden, alles klar. So. Okay, der geht jetzt ab hier. Ist die Möbelqualität jetzt schon schlecht? Die sehen so kaputt aus, die Möbel. Ich hab das. Das sah schon so scheiße aus, als ich das. Okay, hier ist ein Fehler. Ich habe hier zwischendurch vier. Kann es sein, dass wir jetzt richtig am Arsch sind, weil ich einen Kredit habe? Oh shit, Alter. Okay, wir sind mies gefickt. Du pass auf. Der Laden, der läuft doch gut. Oh, ist auch alles am Arsch. Ey, das kann doch nicht sein. Hier sind auch teilweise. Alter. Warum nimmt der immer die falsche Pizzeria? Alter. Warum sind hier teilweise. Ich habe hier vier Öfen. Und hier sind fünf. Dann fahren wir jetzt den schlechtesten von allen. Ja, feuern. Zack. Waren. Ich kann nicht mal die Waren auffüllen, Junge. Jetzt laufen hier nur noch Gruftis her?
Ich kriege hier so eine Krise, wirklich. Hier laufen nur Gruftis her. Ich hab Gruftis noch nie bedient. Gruftis, Junge, was ist da denn los? Okay, hier ist was los. Das ist gut. Aber die Servicekräfte kommen nicht hinterher. Ich hasse das so sehr, ne? Ich hasse dieses Spiel. Ich glaube, Leute, wir gehen in dieser Folge pleite. Ah, ich habe einen Zwischenstand, hoffentlich. Ich hoffe, der hat Autosaves gemacht. Was passiert, wenn ich so eine Aufgabe nicht schaffe? Minus 50.000, Junge, halt die Fresse. Alter. Okay, ich kündige jetzt hier erstmal. Weil der kostet mich nur, der Laden. Ich muss irgendwie wieder aus dem Minus rauskommen. Koste, was es wolle. Natürlich keine Waren. Ja, den kann ich aber nicht auffüllen, weil ich kein Geld habe. Verdammt nochmal. La Colosella. Gruftis. Fero. Ja. Okay, es sind ganz schön viele Gruftis unterwegs, Junge. Oh mein Gott! Okay. Die kommen ja alle auf einmal. 10 Stunden noch. Scheiße, wir gehen ins... Wir sind, glaube ich, pleite. Also, pleite in dem Sinne, dass wir, glaube ich, von vorne anfangen müssen, oder? Ich weiß nicht, ob dann das Spiel endet. Wir werden es ja jetzt sehen. Weil 20.000 holen wir nicht in 5 Stunden. Oder jetzt sogar nur noch 4. Scheiße. Leute, leider warst du zu lange in den Miesen. Überdenk dir deine Taktik. Was heißt jetzt Neustart? Was heißt jetzt Neustart? Okay, ich mache es so, Leute. Auf jeden Fall kommt noch eine nächste Folge Uncut. Es kommt auf jeden Fall noch Let's Build so, keine Sorge. Aber ich muss auf jeden Fall nochmal anfangen zu spielen. Neustart ist, glaube ich, nichts Falsches, weil wir halt ziemlich am Arsch waren mit diesem Teil. Ich glaube, Neuladen bringt nicht viel. Ich fange jetzt so eine Viertelstunde, baue ich jetzt noch an dem Teil rum. Und dann kommt eine zweite Folge, wo wir dann das, was wir diese Folge gemacht haben, nochmal machen werden, nur in verbesserter Form. Wo wir voranalysieren, was frei ist. Okay, hier ist auch direkt ein Konkurrent jetzt. Alles kein Problem. Wir pachten das Ganze. La Colosella. Dann Architekt. Innenarchitekten beauftragen. Touris. Zack. Wir machen jetzt erstmal so eine Spartaktik. Wir machen erstmal das Einfachste vom Einfachsten. Zack. Und wir bauen nochmal ein paar Stühle hier auf.
So. Dann mache ich hier noch ein paar Stühle hin. Oh, ich habe jetzt kein Geld. Ich habe jetzt schon kein Geld mehr. Kann ich die Leute denn noch anstellen? Von 9 bis 24 Uhr machen wir dann auf. Okay, die kosten mich direkt was. Alter, das geht schon wieder direkt gut los, ne? Alter, was ist das denn für ein Rotz? Wirklich. Dann stellen wir jetzt hier noch welche ein. Die kommen immer durchgehend einfach. So. Jetzt dürfte es laufen, oder? Bereich überprüft. Nein, wir haben noch keine Pizzen, genau. Neue Pizza erstellen. Dann lassen wir jetzt wieder den Chefkoch dran. An die Touristen. La Torella. 5000. Das sieht gut aus. Ich mag diese Zutaten. Warte nochmal. Hier, Touristen. Okay. Ich muss auch noch ein Warenhaus pachten. Vergesse ich gerade alles. Und das Lager. Das darf auch erstmal noch nicht ganz so krass voll werden. So, alles klar. Und wieder von vorne. Dann kommen direkt ein paar Leute rein. Okay, ich habe direkt den Schinken für Touristen entdeckt, alles klar. Wir machen aber direkt ein bisschen Kohle. Das würde ich erstmal dafür nutzen, dass wir den Kredit loswerden. Zack. Okay, ich habe hier einen Fehler gemacht. Okay, bei den Angestellten, da habe ich 4. Okay. Dann machen wir den schlechteren, machen wir aber kürzer. In dem Fall machen wir mal so. Zack. Hä, ich hab's doch gerade eingestellt. Hallo. Bist du dumm? Bist du dumm? Ja, eigentlich müsste es jetzt laufen. Vielleicht, weil jetzt Schichtwechsel ist. Die haben auch direkt keine Zutaten mehr. Das ist nicht so geil. Zack. Zum nächsten Tag wird das Lager auf jeden Fall wieder voller. Weil wir dann ja keine Leute hier drin haben. So. Schön leer erstmal. Okay, hier laufen aber echt viele vorbei, die dann trotzdem noch rein wollen. Ich klaue ihn jetzt seine ganzen Leute.
Geil. Zu geil. So. Die beschweren sich dann natürlich darüber, dass hier zu ist. Wenn ich Geld dafür habe, dann werde ich auf jeden Fall noch 24/7 Betrieb machen. Das können wir dann in der nächsten Folge machen. Hier sind auf jeden Fall echt viele Leute. Ah, okay, jetzt ist wieder hier auf. Das sieht doch gut aus. Fangen wir jetzt erstmal ganz kleinschrittig an. Das kann für euch ein bisschen langweilig sein. Aber für den Geldbeutel wird das sehr gut sein. So ab 15 Uhr geht es meiner Meinung nach so weit, dass wir mehr Servicekräfte brauchen. Tatsächlich. Auch wenn ich da eigentlich echt viel habe. Nehme mal gerne besonders schnelle. Machen wir mal so. Ich bräuchte doch eigentlich einen Ofen mehr, so wie das aussieht. Der erste Koch ist schon krank. Interessant, wie schnell das geht. Dann zahlen wir den ganzen Kredit jetzt zurück. Zack, jetzt sind wir kreditfrei. Und das sieht doch ganz gut aus, dass ich jetzt sage, komm, wir machen jetzt 24/7 Betrieb. Und dann stellen wir noch ein paar Lieferboten ein. Zack. Dann sollte das doch laufen jetzt hier. Alles klar. Jetzt haben wir 24/7 Betrieb. Es läuft ganz gut hier mit den Besuchern. Nur das Problem ist, dass ich ab jetzt weniger Servicekräfte habe, weswegen ich glaube ich auch direkt nochmal umstellen werde. Dann packe ich nämlich nochmal eine Servicekraft hier hin. Zack. Und noch einen dritten Koch. So. So. Okay, ich brauche mehr Personal. Interessant, wie viel Personal ich brauche. Das finde ich wirklich sehr komisch. Okay, das ist richtig pickepacke voll, das Teil. Aber ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Okay, jetzt ist weniger los. Dann lasse ich die mal kurieren. Okay, ab 7 Uhr. Ab 7 Uhr ist der Laden leer. Da brauche ich eigentlich nicht mehr so viel Belegschaft. Und ab 11 Uhr geht's wieder ab hier. Ab 11 Uhr kommen wieder die ganzen Touristen. Ja, dann ist definitiv Rush Hour. Alles klar, okay. Personal, Angestellten verwalten. Dann kürze ich die hier und pack den hier hin. Und dann pack ich sie hier in die Übergangszeit, damit wir mit der Rush Hour besser klarkommen. Jetzt kann ich mich auch mal so mit den Rush-Hours und sowas beschäftigen, dass ich die Arbeiter, also die, nee, nicht die, doch meine Angestellten besser verwalten kann und optimieren kann, je nachdem, wie viele Leute gerade in meinem Laden sind. Aber ich sehe schon, dass meine Arbeiter recht schnell krank werden, was nicht gut ist.
Wir machen gerade so gut Geld, dann würde ich sagen, stellen wir von Müllhalde jetzt auf Supermarkt erstmal um. Wir machen erstmal kleinschrittig. Dann würde ich ein Maskottchen forschen. Dann können wir hier die Leute abfangen, weil die haben alle immer Hunger auf Pizza. Als ob der Laden halt noch nicht genug voll wäre, aber why not? Okay, es haben alle einen Platz gefunden, das ist sehr gut. Aber er sagt mir schon, stelle mehr Bedienungen. Die Bedienungen, die kommen überhaupt nicht hinterher. Da würde ich zu jeder Tageszeit außer ab 7 Uhr nochmal eine Servicekraft mehr einstellen. Also hier kann nochmal eine hin. Ich brauche halt eigentlich besonders schnelle. So. Jetzt geben alle eine Bestellung auf, aber jetzt kommen die Köche halt nicht mehr so gut hinterher. Sonst stelle ich hier noch ein Maskottchen auf, das stelle ich dann hier hin. Da muss ich dann mal gucken. Die chillen meistens recht spät hier rum. Der ist halt hier wirklich am Arsch, weil der echt eine komische Sitzaufteilung hat. Und weil ich die. Okay, doch. Okay, nee, der ist gar nicht am Arsch. Okay, bei dem läuft's gut. Bei dem läuft's sehr gut, obwohl alle rundherum eigentlich das Ganze abfangen. So, mein Maskottchen ist fertig. Das stellen wir nur auf und dann gehen wir in die nächste Folge. Wie kriege ich denn jetzt hier ein Maskottchen? Das müsstest du mir mal erklären. Wie kriege ich ein Maskottchen? Hä. Eure Maskottchen in deinen Restaurants an. In meinen Restaurants, okay. Ah ja. Und du läufst mir mal hier hin. Muss ich rechts klicken oder was? Bewege das Maskottchen mit Rechtsklick. Aha. Geh mal hier hin. So. Okay, der Laden brummt. Das sieht wirklich sehr gut aus. Dann würde ich sagen, war es das von der zweiten Folge von Pizza Connection 3. Weil alle guten Sachen 3 sind, kommt auf jeden Fall nochmal eine weitere Folge. Ich habe gerade Bock aufzunehmen. Ich denke mal, ich werde die nächste auch direkt jetzt hier im Anschluss aufnehmen. Deswegen würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und Cheerio, ciao.